Die Märkte in letzter Zeit sind eigentlich eher nach oben gegangen, aber wenn man so das Umfeld sich betrachtet, scheint mir das eher unbegründet zu sein. Was ist los? Ja, das ist richtig. Trump hat ja den Streit mit China noch verschärft. Zudem erwägt er jetzt Strafzölle oder Zölle gegen Mexiko zu erheben, was natürlich auch die deutsche Industrie betrifft. Denn wir erinnern uns, BMW hat erst kürzlich dort ein Werk eröffnet. Dann mutet es schon ein bisschen strange an, sage ich jetzt mal, dass die Märkte so nach oben gehen. Die EU-Kommission empfiehlt, ein Defizitprogramm gegen Italien einzuführen. Die Brexit-Thematik sieht alles andere als rosig aus. Also man muss hier schon mal die Kirche im Dorf lassen. Aber schauen wir auf die Häuser um die Kirche, die sind ja irgendwie optimistisch gestimmt. Was ist der Grund dafür? Ja, wir hatten natürlich auch einen Rückgang von 12.400 knapp auf 11.700. Das hat vielleicht einige dazu bewegt, wieder einzusteigen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist eine technische Reaktion. Auf der anderen Seite werden die Notenbanken den weltwirtschaftlichen Gefahren sicher entgegenwirken. In USA hat die Fed schon gesagt, dass sie die Zinsen wieder senken wird und eben von der Politik der Zinserhöhungen wieder Abstand nimmt. Und auch die EZB hat in ihrer letzten Sitzung jetzt beschlossen, an den Zinsen bis Mitte 2020 nichts zu machen. Bisher war immer nur die Rede von Ende 2019, eben wegen der Rezession. Ob es dann wirklich so eintrifft und ob das so positiv ist für die Märkte, wird man sehen. Also, was tun? Ich würde sagen, auf Sicht fahren und sehr vorsichtig sein. Und man muss aber überlegen, dass Trump ja wiedergewählt werden will. Und dazu braucht er positive Aktienkurse. Denn in Amerika sind sehr viele gerade für ihre Altersvorsorge in Aktien investiert. Und wenn es dort den Bach runtergeht, glaube ich, werden die Trump dann eben nicht mehr wählen. Manni, vielen Dank für diese Ein- und Aussichten. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir feiern Pfingstfest demnächst. Wir wünschen allen, die etwas zu sagen haben, uns und Ihnen, dass der Geist über uns komme. In diesem Sinne, bis wahrscheinlich übernächste Woche.